Da grillen gerade meine, braten gerade meine Eier. Servus, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Helmut ist hier aus dem wunderschönen tropischen Thailand, aus dem wunderschönen Korat. Nein, aber ich bin hier in einem wirklich netten Resort und ich dachte mir, es war echt so, ich wollte eigentlich frühstücken und dachte, naja, ich gehe dich holen und nehme dich hier mit zum Frühstück. Ich weiß nicht warum. Es ist, ich fühle mich hier total wohl. Ich wohne in dem Zimmer, das einzige, wo die Vorhänge weg sind. Die anderen haben alle nackt, wenn die nackt gesehen werden. Das ist ja nicht so mein Problem. Aber ich fühle mich hier so wohl, ich habe so gut geschlafen. Ich weiß nicht, ich komme mir vor wie im Märchen. Obwohl nichts Besonderes ist. Ich bin auch alleine und so, nichts Besonderes, aber so krass. Irgendwie auch so der Garten, ich finde den so schön hier. Wir sind hier im Montara, ich glaube, so sieht man nichts, ist gegen die Sonne, im Montara Resort. Wenn ich da hingehe, wo keine Sonne ist, ah, hier ist, guck mal, Sonnenblumen, alles hier. Montara Resort. Und mir gefällt es hier super gut. Also wirklich so, ich weiß es nicht, ist es so, diese Kleinigkeit, dass du einfach irgendwo bist und so. In Österreich kenne ich das eigentlich so, aber speziell in Isan, vor 10 Jahren noch, da war alles kahl. Betonblock, auch die hier, wo ich gesagt habe, ich finde, da haben wir gesagt, ja, die wissen, überall sonst, oder die meisten, nicht überall sonst. Sehr oft ist halt, was sich jetzt Gott sei Dank ändert, einfach waren so Betonklötze hingeknallt, in der Wüste irgendwie, sondern da ist nichts so angepflanzt worden. Und das finde ich halt deswegen wahrscheinlich bin ich so begeistert, wenn ich dann sowas sehe, so ein bisschen Rasen hier rein und Geranien, oder wie nennt man eigentlich, so wie lebender Zaun, da diese Pflanzen und so, hinter mir auch, hier so ein Brunnen, okay, der ist jetzt schon aus. Ich finde so Sachen einfach schön. Und finde es auch schön, wenn es mir gerade wieder einfällt, dass ich das im Moment gerade auch genießen kann. Ich drehe die Kamera, hier ist so blau, ja, hier ist blau, weil hier bleckert es mal die Sonne. Ich habe mir eh schon gedacht, hier, wir machen kein Sonntags Walk and Talk, wir machen Sonntags Ride and Talk, ne? Also ein Reit und Reden. Ne? Hätten wir auch sogar die Hollywood-Schaukel hier, wäre alles da. Aber jetzt geht es zum ersten Mal zum Frühstück. Die sind hier furchtbar. Und was mich begeistert, es sind furchtbar nette Leute. Ich hatte echt so extrem das Gefühl, super furchtbar nett. Das ist eine Rezeptionistin. Cheerlei. Nyo. Ah, sie hätte gerne einen Ausländer, und das ist wirklich ein super netter, einen ausländischen Freund. Sie spricht sehr gut Englisch. You speak very well English, right? Say yes. No one would believe me, erzählte sie. Na, die redet sehr gutes Deutsch, ist aber nicht die Chefin. Ich habe die Chefsleute hier kennengelernt. Ultra nett, ultra nice. Von Bangkok sind die eigentlich junges Paar, so echt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein Gefühl der Herzlichkeit. Und jetzt guck mal das hier an. Mein Frühstück. Also hier stand ich ja vorher, wo ich reingefilmt habe. Und jetzt mein Frühstück hier fertig. Ist im Preis inbegriffen. Dehnung hab. Kriege ich serviert oder der Hammer? Der Wahnsinn. Frankfurter Würstchen, die sehen ja aus wie diese. Ah! Das ist Schweiz, die Schweine oder gegrillte Schweine. Habe ich jetzt gerade vor einem Monat gelernt. In der Schweiz gibt es eine Wurst, die so gegrillt wird. Die hat einen speziellen Namen. Weiß jetzt aber nicht mehr was. Ne? Da sieht man wieder mangelndes Kulturding. Kanumpang gibt es auch hier. Das Einzige, es ist halt kein Bohnenkaffee, sondern nur so ein Instant-Kaffee. Aber es ist auch okay. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt an. Ich werde jetzt einmal frühstücken, denke mal, aber wir gehen noch einmal, bevor ich frühstücke, ist eh wahrscheinlich super heiß. Gehen wir dann noch einmal raus. Hier draußen da, hier läuft der Springbrunnen wenigstens, wenn wir hier herauskommen, oder? Und auch hier, so wie ich sage, du kommst hier raus und es ist einfach so ein bisschen nicht nur irgendwie kahl und alles Beton, dass man, weil es natürlich das günstigste ist wahrscheinlich, oder überhaupt die Erde. Es ist halt, ja, ich würde sagen, so wie man halt denkt, so ein bisschen mit Liebe gemacht oder mit Leidenschaft eigentlich.
Also, jetzt dann gehe ich frühstücken und danach setzen wir uns draußen hin zum Walk and Ride. Ich freue mich schon drauf. Super Themen auch für heute. Alles klar. Bis denn, oder? Ich könnte das auch so hier herstellen, ne? Hier könnte ich ja direkt einen Frühstückstalk machen. Oi. Siehst du, das wird sogar direkt gehen heute. Kaffee habe ich noch keinen. Ich bin wirklich hungrig. Wirklich hungrig, obwohl ich gestern gegessen habe. Aber irgendwie, also ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werde hier. Ist jetzt noch nicht so absehbar, aber ich habe echt so richtig ein schönes Gefühl hier. Das muss ich, oder das ist das, was mir so als erstes dazu einfällt, würde ich sagen. Aber, na, reden, das wäre unhöflich. Wir sehen uns draußen. Bis gleich. Jetzt sehen wir uns vorher schon wieder, weil das hier ist die Chefin, Boss auf der Montara Hotel and Resort. Was ich gesagt habe, jung, sehr freundlich, wirklich jeder sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich, habe ich mir gedacht, obwohl wir uns jetzt woanders hätten sehen sollen, aber super nett, auch gekommen, gefragt, wie es geht und so. Echt, wie ich das eigentlich von Österreich her kenne, vielleicht gibt es das auch in Deutschland, aber wo wirklich noch der, wo du das Gefühl hast, der interessiert sich, ob du dich bei ihm wohlfühlst oder nicht. Ich meine das echt so, ist vielleicht nicht in jedem Mannheimer, der sagt, ich will schlafen, er will nicht, aber das ist echt, was man hier gut auffällt oder gut zum Guten, zum Positiven aufgefallen ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt nur noch einen Kaffee und einen lecker grünen Juice und dann, wenn das fertig ist, sehen wir uns wieder. Frühstück ist vorbei und wir sind jetzt vorm Hotel und ich habe mir überlegt, hinten da in diesen schönen Yard, wie sagt man das auf Deutsch, Garten, Backyard, ob ich da was sitzen und da unseren Sonntagsplausch machen oder aber doch walken. Und ich dachte, walken ist irgendwie cool, ist irgendwie besser, ist das schön hier. Allein das finde ich heute schon cool, hier unter diesem Baum hier zu stehen. Wahnsinn. Bin extra auf die Straße rausgegangen und habe mir gedacht, wie sieht die Straße aus? Und ich dachte mir, ja, gehen ist irgendwie eh besser. Die letzten Tage gar nicht so viel gelaufen, nicht so viel Sport gemacht. Dachte ich mir, das könnte irgendwie cool sein, besser sein vielleicht. Und was ich eigentlich sagen wollte, jetzt lernst du mich mal von meiner Seite kennen, wie ich das auch generell in Konversationen so mache. Wie ich so bin, wirklich ein ganzer privater Habit, eine ganz private Eigenschaft von mir eigentlich. Und zwar, ich war hier auf dieser Straße hier. Hier sehe ich einen Phalanx, da frage ich mich, gehört das? Ist das den Phalanx seine Company hier oder so? Sieht aus, als ob der so Stuckateur, gibt es den Beruf Stuckateur irgendwie noch eigentlich? Gibt es den noch? Die Stuckateure, ne? Früher gab es die Stuckateure, so eine Stuckaturfabrik scheinbar. Egal, aber das ist eigentlich nicht unser Thema. Hier habe ich geguckt, habe mir gedacht, okay, wo ich hier war, war die Dame hier mit den Bananen noch nicht da. Siehst du, es ändert sich immer alles. Die hat ja die Kue Horm heißt eigentlich, Kue heißt Banane und Horm heißt eigentlich so, Horm ist eigentlich vom Riechen so, es riecht gut irgendwie. Horm, wenn es... Was ist denn das Gegenteil vom Stink? Gibt es da in Deutsch überhaupt einen Ausdruck? Das Gegenteil vom Stinken? Aber früher war eine andere Dame hier, siehst du, die ist hier weg. Das Gegenteil vom Stinken gibt es nicht. Ne? In Thailand ist es auf alle Fälle Horm. Ne? Men, Stinken, thailändisch Men. Oder Horn. Naja. Also, und war ich hier und guck mir das an. Und dann habe ich doch, und siehst du, ich habe noch immer gute Laune, obwohl ich eigentlich müsste schlechte Laune haben, aber ich habe jetzt gerade mit so ein Querdenker Kontakt gehabt, verstehst du? Persönlich, so ein
Ich weiß nicht, ob du kennst diese Querdenker, die diese Corona-Leugner und weißt du, diese kranken Typen, die sich nicht impfen lassen wollen, die eine Maske nicht aufsetzen wollen, die das alles nicht glauben. Wisst ihr, er nicht geimpft, seine Mutter nicht geimpft. Was passiert? Seine Mutter ist jetzt tot, ne? Wenn du aber glaubst, dass das so einen dummen Querdenker da dazu bringen würde, dass der sagt, naja, jetzt lasse ich mich halt doch impfen und setz mal gleich mal zwei Masken auf. Nee, im Gegenteil. Berührt so einen Quergedachten gar nicht. Ne? Daher ganz wichtig für heute zum Mitnehmen, immer längs denken, niemals querdenken. Wenn du querdenkst, das wäre ja wie Salz in der Suppe. Immer schön nur Wasser sein, geschmacklos, längs denken. Dann bist du auf der richtigen Seite. Eine Suppe wirst du zwar halt deswegen nicht herstellen, sondern halt Trinkwasser. Egal wie. So, und jetzt dann laufen wir hier. Also du merkst immer noch, ob es so ein gutes Ding, weil denk mal halt, lass die Querdenker Querdenker sein. Die Längsdenkenden, die sind denen eh um Längen voraus, logischerweise. Aber es ist oft mal auch nur die Art und Weise der Perspektive, die man auf etwas hat. Hat eigentlich jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ist ja Sonntags-Walk-and-Talk. Ja, schön. Irgendwie ist das wirklich mal schön, so in meinen Augen, das auch mal so ein bisschen zu genießen. Wir sind jetzt dann hier eben in Korat. Ich hoffe, ich vergesse den Link nicht. Ich hoffe wirklich, dass ich den Link reinmache von der Unterkunft, wo ich bin. Ich finde das sehr schön und ich kann halt nicht wirklich sagen, warum ich eigentlich soll. Also momentan leide ich ja eh manchmal unter diesen Anfällen von Lebensfreude. In letzter Zeit immer öfter, da kriege ich so Anfälle von Lebensfreude und dass ich merke, ich kann irgendwie tatsächlich gewisse Sachen genießen. Kann natürlich auch gewisse Situationen das Gegenteil von genießen, also die mal überhaupt keinen Spaß machen. Aber jetzt dann gerade ist es so und ich freue mich darüber. Irgendwie, ja, das ist auch nicht so dieses typische Thailand, aber es hat irgendwie so etwas Liebliches. So etwas Liebliches für mich an sich hier so durchzulaufen. Es ist nicht so viel los. Wahrscheinlich Sonntagmorgen. Alle schlafen wahrscheinlich noch, sitzen wahrscheinlich irgendwo beim Frühstück und haben eine schöne Zeit miteinander. Und das ist es auch so hier. Also, bin mal neugierig. Wir drehen hier um. Wenn ich hier umdrehe, wie sieht es dann hinter mir aus? Dann ist scheiße. Pass auf, jetzt mache ich wegen dir und wegen mir auch das folgendermaßen, damit da eine schöne Aufnahme ist. Ich gehe in die Richtung weiter. Aber eigentlich so Hotel habe ich gezeigt, vielleicht zeige ich nachher noch einmal das Zimmer oder so. Nee, Zimmer ist okay. Wie ich gesagt habe, die Matratzen fand ich richtig schön. Übrigens, vielleicht, falls jemand nach dem Preis fragt, es sind 700 Baht, die ich hier bezahle. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß noch, wo ich beim Jörg gesagt habe, die waren alle so hier, hey, viel zu teuer. Ich meine, ich fühle mich hier wohl, aber der Jörg hat ums Dreifache mehr an Indie-Zimmer, mehr an optischer Wohlfühlkultur gemacht mit, weiß ich, Beleuchtung in Farben und so wirklich so schöne kleine Accessoires, die das Ganze halt irgendwie lieblich und so. Es ist hier auch okay, aber außen, von der Außenanlage, aber das Zimmer ist halt okay. Es ist ein Bett, du hast ein Sofa drin. Also für mich eh super, passt alles. Ja, man hat keinen Wasserkocher. Viele haben oft einen Wasserkocher, wo man sich dann halt so einen Instant-Kaffee oder Tee selber machen kann. Aber es ist okay. Da warte ich ab. Die Oma hier am Frühstücken. Und ja, was ich früher, weil ich das Auto gerade gesehen habe, wenn du hier mit dem Auto durch die Gegend fährst, mit ihm schließen wir unseren Sonntags-Walk-and-Talk ab hier. Autofahren in Thailand, pass auf. Und zwar, ich hatte es wieder vergessen und wenn du meiste Zeit eigentlich mit dem Moped, nichts mehr mit dem Auto, seit Jahren unterwegs sozusagen. Stoi. Ha 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 ha!
Ah, die hat wahrscheinlich Junge, ne? Deswegen ist die so aggressiv, ne? Die will die Junge verteidigen. Ja, 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 ja. Ja. Ich hab dich gehört. Das ist ja wichtig. Die auch Hunde wollen ja Aufmerksamkeit haben. Ganz, ganz wichtig, immer Aufmerksamkeit. Ich hab dich ja schon gehört, jo. Ja, mein Bruder. Naja, Querdenker, ne? Oder das ist ein... Oder ich könnte sagen, du! Ich drehe hier... Siehst du, jetzt ist nicht sehr ruhig. Ich drehe hier ein Video. Ich sag's dir, du. Ja, ist ja okay. Was mir hier falsch ist, genau, wegen dem Autofahren. Wenn wir Glück haben, hört es irgendwann mal auf mit den Hunden. Wenn wir Pech haben, nicht. Pass auf. Mit. Heute habe ich mein Schweißtuch gar nicht mehr, siehst du? Wenn der. Gut, hol euch! Bau, bau! Die lassen sich jetzt hier mal nicht mehr. Ich habe jetzt nicht so die Zeit, ne, dass ich mich da mental mit den Hunden befasse. Aber egal. Wenn du hier in Thailand nicht Auto gefahren bist, da lange Zeit, dann vergisst du das. Mir ist das danach wieder eingefallen. Und zwar an der Ampel hier, da muss man sich, also da ist wirklich, oh, wow, wie geil. Guck dir das einmal hier an. Du laberst, du schmeckelst hier so runter und dann siehst du so einen schönen See. Wie cool ist das denn? Oder ist das ein Fluss? Das ist ein See wahrscheinlich. So ein Satnam, ne? Hier, wo die Fitnessdinger sind, da kann man ein bisschen trainieren gehen. Hier sind auch die Fitnessdinger. Ja, was ich sagen wollte, wirklich heute, jetzt zuhören, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Kennst du nicht, ne? Kennst du nicht. In Thailand Autofahren. Und zwar ist da wirklich ein kultureller Unterschied. Und mir ist das echt wieder eingefallen, mein Kumpel, der Hab, mit dem bin ich ja viel mitgefahren, der war ja genauso. Und da ist echt, die haben so einen kompletten anderen Mut beim Autofahren. Sagen wir so, ich kenne so, und auch bei den meisten in Europa würde ich sagen, ist es so, du hast so irgendwie so ein, so eine Sache, wo du sagst, ich fahre 80 km/h. Dann fährst du los und dann fährst du 80 km/h. Und hier hast du oft das Gefühl, der denkt sich, ich drücke einfach das Gaspedal 2 cm nach unten. Und beim Hab war ja auch so, der hat ein Schaltgetriebeauto gehabt. Der ist ja sehr oft oder eigentlich immer so mit der zweiten oder dritten weggefahren. So den ersten Gang hat der eigentlich nie reingemacht. Und das ist so als Europäer, so, also ich meine nicht, dass du jetzt dann ins Gas drückst, dass du zurückfährst, wie beim, früher haben wir bei uns gesagt, wie beim GTI-Docker. Kennt man den Ausdruck Docker in Deutschland? Ich weiß es nicht. Also wir GT-Docker, ne, die sind immer so Gas gegeben, voll und dann schalten und dann, dass die richtig in die Sitze presst, von dem rede ich nicht. Sondern wirklich, dass du halt beschleunigst, dass du merkst, du beschleunigst irgendwie. Und bei 80 hörst du auf. Und hier hast du, und das war also beim Hab. Da wird rot und dir kommt es vor wie 4 Leben, bevor du erst das Gefühl hast, dass das Auto überhaupt erst in Gang kommt, weil so wieder hab. Und das war halt dieser komplett relaxte Mood. Ne? Da war nicht so, hey, grün ist, ja, ich kann ja fahren. Weil früher, speziell früher, also wo ich dann noch im Isan war, da war ja das Relaxte. Da war ja alles im Hier und Jetzt. Und da war egal im Endeffekt, dass die Ampel jetzt gerade grün war. Wir hatten es ja nicht eilig. Wenn du hier so ein bisschen jetzt, dann war das für mich so, weiß ich nicht, weg aus dem Isan-Mut, zu viel mit der Phalanx sowieso zusammen, oder ich weiß es nicht, dass diese das an, oder das sagt man hier den Tee so, oder Teich, oder wie man das auch nennen mag, dass diese Stimmung weg ist, dass ich gemerkt habe, ich bin wieder in dem Flow, wo ich eigentlich, Ampel ist grün, ich will eigentlich losfahren und nicht jetzt an 3 Sekunden warten, bis man überhaupt erstmal merkt, dass das Auto sich in Bewegung setzt. Und das habe ich zum Beispiel jetzt in den letzten 2 Tagen gemerkt, wie extrem mich das genervt hat, bis mir dann die Idee gekommen ist wieder, dass ich mir dachte, wenn wir mit dem Hab gefahren sind, da gehe ich jetzt, ich gehe da trotzdem in die andere Richtung, dass wenn ich, so sieht man nicht so gut, okay, so ist besser,
dass wo ich mit dem Hab gefahren bin, dass das eigentlich ganz normal im Prinzip immer oder meistens auch so war. Und dass da eine ganz andere Stimmung ist, wie wir so mit irgendwie, ah, ich will dahin und so und nicht im Hier und Jetzt. Das meine ich wirklich ernst. So im Hier und Jetzt zu sein, weil dann fährst du ja gar nicht so schnell. Das ist wirklich so. Das geht ja nur, wenn du im Voraus denkst, du denkst, ich will dahin und dann versuchst du eben, wie gesagt, nicht mit dem Vollgas, aber so wie man das halt kennt in Europa. Und da denkt man jetzt so, oder auch vorgestern schon, so die letzten Tage, so ich werde kürrer irgendwie so. Weißt du, so. Du hast echt so das Gefühl, 2 Zentimeter, und das meine ich auch so mit so, weil da geht es echt so, wenn du sagen würdest, ich drück's 2 Zentimeter nach unten, du fährst mit der dritten los, dann brauchst halt mal 20 Sekunden, bis du auf 50 bist, aber mit der dritten kann man dann eben auch 120 fahren, so in der Art. Weil irgendwann fährt er auf einmal 120, wenn in den nächsten 5 Kilometer halt keine Ampel dazwischen ist. Bleckert's aber ganz schön hier herunter. Und das ist mir gestern so wirklich aufgefallen, wo ich mir selber, weil ich versuche ja oder ja doch, so mit dem Hier und Jetzt, das ist ja ganz wichtig, weil man wirklich alle wichtigen Gefühle nur da hat, im Hier und Jetzt. Man kann ja nur im Hier und Jetzt empfinden. Ansonsten hat man nur Stress eigentlich, wenn du an morgen denkst, an übermorgen. Das macht ja eigentlich Stress, weil es denkt ja keiner an positive, es sei denn, man heiratet oder so. Sonst denkst du ja nicht an positive Sachen in der Zukunft, sondern man denkt ja in der Zukunft an Pflichten, oder? Weil genießen kannst du ja nichts in der Zukunft. Es sitzt ja keiner da und stellt sich vor, wie er, keine Ahnung, morgen Nachmittag irgendwo eine Torte genießen wird, sondern man stellt sich eine Pflicht vor, die man zu erfüllen hat am nächsten Tag. Und das hat echt so viel mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und das sind wir dann eben so gestern halt wieder wirklich bewusst geworden, wo ich mir dachte, ja, Helmut, weißt du, wo du zuerst denkst, wie denkst du, warum, weil du bist ein paar Mal und denkst, du fängst an, du siehst echt, du bist als Zweiter, Ampel wird grün und dann fängst du irgendwann mal an, 21, 22, 23 und dann merkst du erst, dass der Wagen sich vor dir in Bewegung setzt und du denkst, was denkt der sich eigentlich 3 Sekunden lang? Bis mir das dann echt wieder eingefallen ist mit dem Hab. Ja, was haben wir mit dem Hab gedacht? Gar nichts, wir haben es genossen. Wir sind nicht auf bei Rot gestanden und haben gedacht, boah, wir müssen jetzt warten, dass es grün wird, sondern das Leben, wenn du im Hier und Jetzt bist, dann ist nicht das Rot, sag, ja, jetzt ist nichts, dein Leben wird unterbrochen, sondern das war ja, wir haben geredet, du genießt das eigentlich. Du genießt genauso weiter, ob es jetzt an Rot ist oder Grün ist, so in der Art. Und da ist halt grün und das ist halt so, ja, jetzt dann können wir. Ne? Wir fahren ja eigentlich in Europa los, wie jetzt müssen wir. Und der fährt halt los, ja, jetzt kann ich. Ne? Das heißt ja nicht gleich in der gleichen Sekunde, sondern kann auch ruhig ein paar Sekunden später sein. So, jetzt dann sind wir hier auf dem schönen, also wir sind hier in Korat, in der Nähe von der City, aber nicht direkt in der City, weil ich brauche kein Beton angucken mehr. Habe ich im Buriram genug gemacht. Und das meine ich, vielleicht geht es mir auch deswegen so ein bisschen so gut, so rausgehen und einfach Natur. Ich weiß schon, es ist jetzt nicht die pure Natur, aber halt relativ, sagen wir mal, Natur, so einen See zu sehen hier. Du siehst eh die Angeln hier, der Fisherman hier unten, voll equipped. Mit Angeln, der ist ja echt richtig equipped, oder? Wie viele Angeln hatten wir? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 9, okay, 9 liegen unten. Ah, da wird auch getaucht. Okay, da sind überhaupt mehrere. Ich filme das einmal. Sawadee kap. Tapala. Tinga. Ah, long bei Lala. Pom Thai Video 9 nach auf. Ah, Kumpen, wein Name Penla. Ui, gang, na. Lai Kun, wein Name Penno. Aha, sieht eher so aus, als ob der den Fisch hier befreien oder irgendwie was befreien will oder Verhaktes befreien will. So sieht es hier für mich aus zumindest. Und siehst du, hier haben die halt die Angeln ausgelegt. Ah, da ist noch von Loich Raton so ein kleines Flößchen hier. Ui, der taucht. Also ist wirklich kein Scherz. Du siehst so wenige Thailänder, die schwimmen können. Das ist überhaupt das erste Mal, dass ich jetzt jemanden freiwillig tauchen sehe von denen. Schabaula, ein paar Sekunden, 21, 22, 23, 24, okay, kommen wir wieder hoch. Keine minutenlange Aktion.
Riabloy, ne? Riabloy heißt fertig. Riabloy ist so Ende, fertig. Genau, fertig, glaube ich, ist wahrscheinlich so das beste Wort. Okay, und da draußen, und siehst du da draußen, siehst du wieder eine Windböe jetzt, wo das Wasser anders gekräuselt ist, weil letztens beim Segeln, wenn du dabei warst, da erkennst du das. Und das Gekräuselte bedeutet immer mehr Wind, ist ja logisch, ne? Je flacher, je weniger. Und wenn die Böe einfällt, dann kommt ja nicht eine große Welle zuerst, sondern zuerst fängt sie an, einmal so klein zu kräuseln. Da vor uns sieht man das auch sehr schön. Nur jetzt so ein Beispiel. Weil Leute gedacht haben, ich bin da so ein Freak, dass ich den Wind voraussehen kann. Aber du siehst das eigentlich nur am Gekräuselten. Ja, schön. Hier. Wegen den Piezen. Schön in Eisen alles noch. Aha. Adi ist aber anders. Alter, wie schaukelst du? Pass auf, normalerweise ist das doch so, dass das immer waagerecht bleibt und da eigentlich so ein. Lass mal weiter, oder? Dass du da eigentlich so ein Ding hast, dass ja die waagerecht bleibt, weil sonst kannst du ja hier gar nicht schaukeln, oder? Ich versuch's mal. Uah, okay. Weil dann hast du ja immer da unten irgendwo hingedrückt, oder? Normalerweise drückst du ja dann hier irgendwie dagegen und dadurch, dass das. Egal, ja. Siehst du, neue Technologie in Thailand. Ah, da haben wir wieder einen Köter. Möter. Halb Mensch, halb Köter. Schön. So soll ein Spielplatz sein. Ein paar Eisentrümmer, ein paar Bäume, wo man raufkraxeln kann, damit die Kreativität gefördert wird. Wisst ihr? So. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Also heute ein sehr wertvolles Video für alle Thailand-Liebhaber. Gezeigt mal so ein bisschen hier Resort, wie es auch aussehen kann, dass man so einen Eindruck hat. Und das mit dem Autofahren einmal wirklich so ein, wenn ich da raus bin in der Sonne, dann sieht man mich nicht, beim Autofahren, wie das wirklich so ist und dass das wahrscheinlich schwierig ist für viele Ausländer nachzuvollziehen, wenn du dieses Hier und Jetzt, wenn du nicht schon mit Thailändern gefahren bist und denkst, ja, ist eigentlich normal die 3 Sekunden. Warum? Weil der lebt die 3 Sekunden. Der ist nicht da und denkt, das Leben ist jetzt tot, weil es ist rot. Ich muss warten, bis grün ist, dann findet Leben wieder statt, sondern es berührt eigentlich gar nicht so. Rot, okay, und jetzt können wir losfahren. Da ist so eine andere, komplett andere, relaxte Attitüde, Hintergrund, Stimmung, wie man immer das nennen mag. In dem Sinn, ich sag, du kannst auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn du möchtest. Nach unten ist auch wurscht. Servus, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Siehst du, das meine ich. Jetzt dann komme ich hier raus, mitten in die pralle Sonne, die ist so, wahrscheinlich wird da der Osten sein oder wo. Im Osten geht die Sonne auf. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Servus.